mit der Rücke der Nummer 2 beim SFC Magdeburg, Lukas Lowy. Wir begrüßen mit der Brücke Nummer 3 Christopher Hagele! Wir begrüßen einen weiteren Neuzugang der Brücke Nummer 4, sein Name Moritz Sprenger. So, jetzt will ich es nochmal donnern hören, dass vor kurzem seine Rekordmannesset zeigt. Hier mit der Rücke Nummer 5, Felix Schiller! Wir kommen zum Spieler mit der Brücke Nummer 6, Jan Lübbenshauer. Mit der Brücke Nummer 7, ebenfalls neu beim ersten FC Hemmel, aber schon jetzt angekommen in seiner neuen Heimat, Maurice. Auch in dieser Saison trägt er die Brücke Nummer 8 hier für euch, Steffen Puttkammer. Ja, und auch die Nummer 9 ist nicht neu vergeben. Hier für euch, Manuel Varona Puglio. So, er trägt seit seiner Rückkehr die Brücke Nummer 10. Für euch in dieser Saison wieder wäre ich stark dabei, Nico Hahn! So, ich glaube, alle Kinder in der Region und ich glaube auch Fußball-Deutschland kennen inzwischen seinen Namen. Er trägt die Rücke Nummer 11. Hier ist Christian! So, der nächste Spieler trägt wieder ein weißes Trikot. Ihr kennt ihn mit der Rücken Nummer 12, Jan Lieker. Und auch ein echter Stimmungsmacher mit der Rücken Nummer 14, Niklas. So, wir sagen herzlich willkommen in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen in Magdeburg mit der Rücken Nummer 15, Tobias Schwede. Mit der Rücken Nummer 16.
stärker als je zuvor, Nils! So, der Alte ist auf der Neue, und zwar Kapitän. Mit der Rücken Nummer 17, Marius! Wir begrüßen neu in Magdeburg mit der Rücken Nummer 18, Florian! Ja, lieber Florian, du merkst also auch deine Hand, gehen Sie ja schon. So, beim nächsten Spieler wird es vielleicht ein bisschen länger dauern, aber dafür ist der Applaus dann vielleicht auch umso länger. Mit der Rücken Nummer 19, Michel Niemeyer! Und genau das ist das, was wir brauchen, und ich kann ihn aufbauen, und ich würde ihn eigentlich als Prozess verkürzen. Und dann wünschen wir uns, dass das eine Mal fertig ist. Und hier ohne gehen, wieder mit dem Rücken. Mit Nummer 20, Ahmed Basim Rassi! Mit der 21 müssen wir jedenfalls neu in Magdeburg. Julius Dicker! Und unser internationales Team, das wird durch einen kanadischen Nationalspieler verstärkt. Er trägt die Rücken Nummer 22, André Hello! Vom Youngster hat er sich zu einer festen Größe entwickelt. Er ist mit der Nummer 24 bei uns im Team. Und wir begrüßen Tarek Shahed! Ja, bereits in der Folgesaison zu uns gestoßen, war jetzt zum Schluss ein bisschen gewundert vom Verletzungspech, aber er kommt zurück, stärker als zuvor, mit der Rücken Nummer 25, Sebastian Ernst! Ja, der nächste Spieler trägt die Rücken Nummer 26, ist auch in dieser Saison zu uns gewechselt und wir freuen uns schon auf seine Auftritte hier in Magdeburg mit der 26, Gerrit Müller! Der nächste Spieler, der trägt die Rücken Nummer 30, ist schon länger beim ersten FC Magdeburg. Wir freuen uns und begrüßen ihn, Lukas Sichos! Und der ist genauso wichtig wie das Team. Das ist der Kopf des Teams. Wir begrüßen als allererstes unseren Fitnesstrainer Dirk Keller. Ja, innerhalb kürzester Zeit zum Torwarttrainer befördert. Und wir freuen uns umso mehr, dass er unser Alte geblieben ist, Matthias!
Die Co-Trainer des ersten FC Magdeburg, hier ist Ronny Thielmann. So, dann begrüßen wir recht herzlich die Physiotherapeutin. Ich hoffe, das klappt. Da ist sie ganz, ganz schnell. Mandy Rosen schon zusammen mit Heiko Horner. Und als letztes begrüßen wir den Trainer des ersten FC Magdeburg. Hier ist Jens Hertel. So, ihr seht, das ist schon eine ganze Menge, was ihr auch vorhanden seht. Das wollte ich mal gucken. Der Kapitän ist hier vorne, der Marius. Marius, vielleicht ganz kurz an dich die Frage, wir haben ja eine Zeitung gelesen, Vorbereitung ist ja gut verlaufen, vielleicht aus deiner